Willkommen zurück bei Elden Ring. So. Ja, war spannend, ne? Letzte Aufnahme war ja im Stream zu sehen. Das wird die überübernächste Aufnahme wahrscheinlich auch wieder. Ich handhabe das jetzt erstmal so, dass ich abends streame und tagsüber nicht streame. Und Elden Ring ist halt jetzt so, manchmal im Stream zu sehen und manchmal auch nicht. Ich werde zukünftig das so machen, dass ich wirklich einzelne Spiele mir aussuche, die wir dann gezielt nur im Stream spielen. Spiele, bei denen es sich auch anbietet, Spiele, die vielleicht ein wenig so wie Elden Ring oder ja, so actionorientierte Spiele und etwas, ich sag jetzt mal, trägere Spiele wie Rollenspiele, die mache ich dann offline. So in der Richtung habe ich mir das überlegt, wie genau, welches Spiel, wie, wo, was, muss ich mir nochmal überlegen und da könnt ihr dann auch Einfluss drauf nehmen. Der Controller lädt noch, okay. Okay, wir sind hier stehen geblieben. Ich habe wieder meinen ganzen Mund voller Vollkornbrot. Wundert euch nicht. Finde ich übrigens ganz furchtbar. Naja. Wir haben beim letzten Mal die Kerkerhöhle gemacht unter Festung Gael. Festung Gael haben wir ja schon gemacht. Und der nächste Weg ist dann einmal, dass wir hier entlang gehen in Richtung den Ruinen des Wegpunktes. Dann gibt es die Kathedrale der Drachenkommunion. Dann gibt es die Katakomben von Caelid. Und dann kommen wir schon zu Schloss Rotmähne. Ich sagte ja bereits, wir machen jetzt, wir ziehen es einfach durch. Ist halt jetzt so. Aber ich bin mir ganz sicher, dass wir damals in Schloss Rotmähne waren und noch nicht die Kampfsituation gegen Radahn getriggert war, so wie es jetzt der Fall ist. Sind wir schon da? Oh. Oh. Die Viecher hier. Die hatten wir ja in der einen Höhle schon, wisst ihr noch? Als wir teleportiert wurden in, hier. Kristalltunnel von Zelia. Was ist hier los? Warum ist hier alles so eklig? Was war nun mal mit diesen Dingern? Die sehen ja so ein bisschen käferartig aus, ne? Ist das die... Macht das die Scharlachfäule aus Menschen? Ja, okay. Okay, da sind menschliche Hände. Das sieht schon aus wie so ein Hybridmensch, ne? Das sind alles kleine Hände. Okay. Die Meteorklinge. Ah, okay. Mhm. Auch Weisheit. Warum sind alle Katanas Weisheit? Ein aus Meteoroiderz geschmiedetes Katana für den Kampf gegen Sternfallwesen. Verursacht Magieschaden. Eine schwere Klinge prallt angeblich so hart zu, wie ein Meteor auf die Erde prallt. Oder schlägt so hart zu. Warum sind denn die ganzen Katanas auf Weisheit ausgelegt? Das ist ja doof. Dieser Soundtrack, ne? Okay. So. Mal gemütlich hinsetzen hier. Jetzt startet ja wieder der Wahnsinn von Caelid. Die Ruinen. Gucken wir uns die nochmal ein bisschen näher an. Hier haben wir ein paar schöne Knöspchen. Mal weg hier. So. Mhm.
Yo, das sind diese... What you doing? Voll der Pilzhut. Boah. Ah, die Dinger sind extremst eklig, weil die menschlich sind. Die sind halt menschlich. Und das macht dich schon echt eklig. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Ja, bei denen ist Durchtrigger nicht so die beste Wahl. Giftblüte. Sehr schön. Ja, ist schon übel, ne? Was Melania mit ihrer Scharlachfäule anrichten kann. Was machst du denn da? Ist halt schon echt eklig, ne? Ein Ort der Gnade. Und hier höre ich irgendwo einen Skarabäus. Ein Skarabäus. Ich bin sofort wieder da. Erschrocken. So, hoho. So, hoho, da bin ich wieder. Ja, und genau deswegen kann ich tagsüber nicht streamen, weil ich eben hin und wieder gebraucht werde. So. Ich höre es immer noch knauseln. Wo ist der Skarabäus? Wo bist du? Da bist du. Kriegsasche, Vampirfaust. Wir haben auch hier Flamme, gib mir Kraft gefunden, ne? Will das ja nicht ignorieren hier. Vampirfaust, ein Talent mit der Macht über das Leben selbst. Ein langsam kontrollierter Schlag mit einer von Energie erfüllten Faust schlägt den Gegner bewusstlos und raubt seine Lebenspunkte. Wirkt nur gegen Feinde von menschlicher Struktur. Auch irgendwie cool. Und das andere war so, Flamme gibt mir Kraft oder sowas, ne? Das war aber ein Zauber. Hier. Flamme heile mich, Flamme gibt mir Kraft. Der Feuermensch, okay. Okay. Ja, es gibt ja Anrufungen der Feuerriesen, Anrufungen der Feuermönche, Anrufungen des Drachenkultes. So, was haben wir hier? Erstmal ein kleines... erstmal den Ort der Gnade entdecken.
Zack. Und da ist schon Zellia da vorne. Die Stadt der Zauberer. Das wird auch ganz lustig. Die Schlacht von Aeonia. Radahn und Melania in einer Pattsituation. Dann erblüht die Scharlachfäule. Das ist ja der Cinematic-Trailer, in dem Radahn so kämpft und Melania dann den Arm abschlägt und sie dann mit der Klinge so sich selbst da reindrückt und dann auf ihrem Rücken diese Blüte kommt und ach, die geilste Cinematic überhaupt. Ja, und das ist hier gewesen. Genau hier. Denn das da vorne ist das Zentrum der Scharlachfäule. Ah, welcome, dear customer. Hallo. Yes, right this way. Right this way. Right this way. Welcome, valued customer. Come, trade in our wandering emporium. Please, buy something. I'm hungry. I've been hungry so long. Please. Ja, den kennen wir ja auch schon, ne? Den nomadischen Händler. Es gibt verschiedene Händler, die wir aber immer und immer wieder treffen. Oh, das ist aber teuer. Dies ist aber ganz schön teuer. Giftstein. Brandpfeiler hat der sogar. Okay, danke. Der Arme. So. Yo. Damit haben wir das. Straße der Weisen, Sumpfaussicht, Ruin, das machen wir alles. Es schellt. Moment! So, dies war, das war die Post. So, warte mal eben. Okay, ich hatte gerade kurz kein Bild. Was ist hier los? Das ist eine ganz wilde Aufnahme, ich merke schon. Gut, ja, da war die Kampf von Aeonia, wollte ich sagen. Dort hat Melania die Scharlachfäule das erste Mal erblühen lassen. Das erste und vielleicht auch das letzte Mal. Wartet mal kurz, ich bin sofort wieder da. So. Ich muss auch gleich noch den Saugroboter anstellen. So, gut, das war die Post. Hier war die Schlacht von Aeonia, Radahn gegen Melania, ihr wisst Bescheid. Da gehen wir auch noch rein. Das wird ganz lustig. Ganz, ganz lustig. Aber erstmal geht's auf in Richtung der Drachenkommunion. Ja, okay, da gehen wir später rein. Das ist das Scharlachbecken. Oh, wie es alles aussieht hier, ne? Armer Sturmwind, der da drüber muss. Armer Sturmwind. Boah, und das hier ist auch eklig, ne? Ja, aber nochmal, ich, ja, nee. Kann man nicht gut reden. Also, Melania ist ja... Soweit ich das verstanden habe, hat Merica... Also, Merica hat ja mit Radagon 2 Kinder bekommen. Und Radagon ist ja... Ach du Scheiße. Ich habe mich ja gar nicht gesehen. Der sieht auch nicht so gut aus.
Scheiße. Okay, der Schaden geht. Oh mein Gott. Hundertsechsunddreißigtausend? So stark war der jetzt aber auch nicht. Wir reiten mal schnell. Oh shit. Ein Ort der Gnade, ein Ort der Gnade. Ja, Scharlachfeuer hat's in sich. Schnell, 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 schnell. Hab ich den damals besiegt? Der kam jetzt so... Ich hab den gar nicht... Ich dachte, das wäre so ein Stück Scharlach-Deko. Doch. Das ist der doch, oder? Nee. Ich hab den nicht getötet damals. Stößt Ikzykes Scharlachfäule Odem von oben herab aus. Ich hab den damals nicht getötet. Ich hab einen Drachen nicht getötet. Guck mal. Haben wir? Haben wir? Haben wir? Haben wir? Haben wir? Haben wir nicht? Haben wir? Haben wir? Haben wir? Her damit! Oh, wir essen die dann. Ach so, ich dachte wir... Gar nicht bedrohlich, ne? Wir tauschen die nur ein. Krass, ich bin da ja lang geritten. Ich war ja hier bei der Kathedrale, habe aber den Drachen nicht... Der war ja auch gut getarnt, aber krass. Krass, krass, krass. Stufenaufstieg. Zauber lernen. Ich würde das hier gerne mal ausprobieren. Flamme des grausamen Gottes. Und den Atem. Kann ich gedrückt halten? Nee. Oh Gott, braucht das viel. Ja, ist geil, aber es ist halt wieder dieser Gedanke, dass im Vergleich... Jetzt brennt hier die Fackel. Wie war das nochmal? Für jeden toten Drachen brennt eine Fackel oder so? Im Vergleich braucht unsere Schwertfähigkeit viel weniger Fähigkeitspunkte. Und macht auch total viel Schaden. Katakomben von Caelid. Also wir haben hier auch wieder diese Drachenstatue. Ne? Es ist wieder so ein Schrein der Drachenkommunion, bei dem wir diese Drachenherzen konsumieren können. Man kann auch aussehen wie ein Drache, wenn man eine gewisse Anzahl von Herzen isst. Das haben wir damals auch gemacht. So, jetzt haben wir hier eine schöne Aussicht. Da ist ein Riesenschädel, da ist noch ein Riesenschädel. Fragt nicht.
Durch das Tor kommen wir nach Zelia. Da unten haben wir Ionia. Da, ne? Und da haben wir Rotmähne. Da müssen wir hin. Da ist noch ein Händler. Krass. Dear customer. Hallo. Hallo. I am not selling. Sehr direkt. Den hab ich, ne? Ich meine, den hab ich. Flammenbolzen. Be well. Aber gut, dass ich die Marker nicht gelöscht habe, ne? Nachdem die Marker reingepatcht wurden, weil jetzt würden wir ja die Marker nicht sehen. Die sind ja tatsächlich weg von der Karte. Die Stadtsymbole sind geblieben, aber die großen Marker sind weg. Oh, die Hunde, ne? Es ist schon echt abartig. Es ist schon echt verdammt abartig. Oh, shit. Ja, okay. Hab ich verdient. Oh mein Gott. Ich glaube, wir sterben. Was? Ja, ohne die Welle unserer Waffe hätte ich keine Chance gegen die, bin ich ehrlich. Ja, das ist das Schloss, in dem Radahn residiert. Jetzt ist die große Frage, hat Melanias Schlachtzug gegen den Süden, richtig? Also ist Melania hier runter marschiert oder was? Und hat Radahn belagert. Soll ich das so verstehen? Mit ihren reinen Fäule-Riddern. Wir machen halt schon krassen Schaden, ne? Da muss man sich nichts einbilden. Ein Reiter von Radahn. Ein Pinguinvogel. Okay, ab in die Katakombe. Rein, rein, rein. Dunkelschmiedestein. Ja, Kaelid ist eine Nummer für... Sag doch, dass mein Kragen hier ganz doof aussieht. Kaelid ist eine Nummer für sich. Gut. Auf mit der Tür. Ah, ich habe aber Bock. Ich freue mich auf heute Abend. Ich denke mal, wir machen so 2-3 Stunden Livestream-Action. So, ich muss mal ganz kurz eine Nachricht schreiben, weil scheinbar habe ich ein Paket weniger bekommen, als ich bekommen sollte. So.
Gut. Katakomben von Kaelid. Achso, wir können uns mal hinsetzen gerade. Ja, Schloss Rotmähne. Ich hab's euch ja schon gesagt, es kann gut sein, dass wir durchlaufen. Wenn keine Gegner da sind. Oh, ist das schade, Fäule, ne? Okay, die Blüten kommen hinterher, das ist besorgniserregend. Oh mein Gott. Ja, moin. Scheiße, wo war der Hebel? Ist das ja eigentlich nicht gelockt? Lock. Okay. Aber wir spielen wieder offline übrigens, ne? Wir spielen wieder offline wegen der Kindersicherung. Ah, wir haben nur 7. Ich bin mal geizig. Scheiße, wo ist denn der Hebel? Hallo. Liebe Blume. Wer macht denn sowas?
Asche des Sprosses der Fäulnis. Okay, jetzt haben wir zwei interessante Sachen gefunden. Wir müssen aber hier schnell weg. Ich kann mir vorstellen, dass wir die eine Asche gar nicht gefunden haben. Von den kleinen Dingern. Was für eine unangenehme Katakombe mit der Scharlachfäule. Sowas ist natürlich immer... Schön. So, also einmal... Hier. Dieser Geist nimmt die Gestalt eines krabbelnden Ungeziefers an, dessen chitinöser Körper ein knisterndes Geräusch erzeugt. Die Sprosse der Fäulnis sind Diener der Göttin der Fäulnis, die im Stich gelassen wurden. Also sie dienen Melania. Es sind doch Menschen gewesen, oder? Hier. Miranda-Blumen, die sich von menschlichem Fleisch ernähren. Sie bewegen sich langsam, kriechen vorwärts und verbreiten giftige Pollen. Oh, Entschuldigung. Okay. Ja. Das sind also Diener von Melania, die Göttin der Fäulnis. Aber warum die so aussehen, wie sie aussehen, haben wir jetzt nicht erfahren. Gut, dann gehen wir jetzt mal Richtung Schloss Rotmähne. Ich ignoriere mal Vögel und Hunde und Ritter und zieh mal straight hier durch gerade. Der hat einen coolen Speer, der brennt. Hi. Ich muss nochmal niesen. Okay, die greifen die Hunde an. Sehr ehrhaft von euch. I'm out. Ach du Scheiße. Oh, ich will nicht gegen Radan kämpfen. Ja, keine Ahnung, was wir machen, wenn jetzt ganz Rotmähne so... Geht's noch? Wie frech. Hier geht's nochmal hoch. Rauf, rauf, rauf. Okay, ist auf jeden Fall ein Belagerungsturm. Sehr schick. Da ist noch ein... Oh, da ist noch so ein Gedenkstein. Also ich bech da jetzt einfach mal rein, ja? Ist das okay? Ich weiß noch nicht, wer das richtige Monster ist. Die, die sowas hier anrichten? Alter, ja. Hey, du hast überlebt. Diese Schlacht ist offiziell vorbei. Felsklinge. Die habe ich nicht, oder? Kriegsasche Felsklinge? Nee.
Felsklinge, ein Talent, die Macht mit der Macht über die Schwerkraft. Rammt die Waffe in den Boden, um sie mit Gestein zu verstärken. Erhöht die Angriffskraft und hilft euch, die Haltung des Gegners zu brechen. Der Sternengeißelkonflikt. Nur Radan sichert Zelia. Ein Mann allein erschüttert den Sternenhimmel. Ja, damit hat er aber auch Ranis Schicksal blockiert, nenne ich es mal. Blockiert. So. Und damit haben wir auf normalen Weg Festung oder Schloss Rotmähne erreicht. Ich hoffe wirklich, dass wir jetzt auch Gegner drin haben, ne? Ist auch reingezoomt, ne? Es müsste halt echt einen Fotomodus geben. Schießt man noch auf uns? Nein. Was, normalerweise schießt man hier. Ist jetzt echt, hier sind alle Gegner weg. Nein, warum? Normalerweise ist hier voll die Kampf-Action. Okay, wir gehen mal rein. Das war hier hinten rum auf jeden Fall. Ach guck mal, die sind da, die Viecher. Fledermäuse. Okay. So, hier singen die dann. Große Rune 9. Ja, und jetzt sind in Rotmähne in der ganzen Festung gar keine Gegner. Ja, verstehe ich das richtig? Das wäre ja total blöd. Dann machen wir jetzt die restlichen 20 Minuten noch Radan oder was? Schloss Rotmähne. Ja, das sieht man am Gesang. Der Gesang zeigt, dass sich die ganze Festung im finalen Kampfmodus befindet. Das ist ja total doof. Entschuldigung. Also ihr seht das, hier hängen überall Waffen. Das sieht total geil aus. Aber ich habe jetzt gar keine Lust, hier die leere Festung zu erkunden ohne Gegner. Das ist ja... Ach, guck mal, das Löwending ist da. Das ist schon mal ein Shortcut. Ja, weil diese Musik zeigt, wir können Radan entgegentreten. Was war denn damals, warum ich nicht direkt in dieser komischen Phase war? Guck mal, der ist aber auch da. Jetzt bin ich hin und her gerissen. Gehen wir jetzt einfach durch und machen Radan, oder... Ach
Ach so, ist da nicht ein Hebel irgendwo? Ich habe die ganze Festung geskippt. Ich meine, wäre jetzt auch nicht das Schlimmste, was passieren kann. Ich meine, streng genommen haben wir dadurch eine Menge Arbeit gespart. Und können jetzt einfach nur hier rumlaufen, aber... Ich wollte ja. Zwei von den Viechern, ne? Ja, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier nicht weitergeht, hier unten. Außer es ist halt wirklich ein Shortcut nachher, wenn man mal unten war. Das könnte natürlich sein. Verstehe ich nicht. Oder sind die Türen deswegen verschlossen? Ich habe mich echt sicher gefühlt mit den Barrikaden, ne? Geil. Aber ich glaube, wir haben eine gute Position, um uns zurückzuziehen. Dunkelschmiedestein, Bestienblut, alter Reißzahn. Dunkelschmiedestein, Bestienblut, alter Reißzahn. Das war geil. Leichenberge hier. Ja, puh. Das ist ja alles ein bisschen blöd. Also hier wären normalerweise mehr Gegner. Viel mehr Gegner. Hä?
Da oben waren wir. Ja, ich meine, dann ist es halt jetzt so. Ich weiß nicht, ob nach Radan die Gegner kommen, aber das ist echt krass. Dann müsste man auf jeden Fall als Spieler hier hingehen, bevor man die Rani-Quest macht, glaube ich. Wenn es daran jetzt lag. Sieht so geil aus. Crazy. Ich meine, hier kamen wir raus aus dem Teleporter, richtig? Dann sind wir hier lang gegangen und dann meinte ich so, yo, hä? Was ist hier los? Warum bin ich hier? Ist die eiserne Jungfer auch weg? Sieht so aus, ne? Okay. Aber die Türen sind halt alle zu. Das zeigt schon, dass hier alles gerade in so einem Wartezustand ist. Hoffe ich mal. Aber ist es jetzt echt wegen der Rani-Quest? Deswegen war wahrscheinlich auch Alexander nicht da. Der ist nämlich eigentlich in dem Gael-Tunnel. Der war ja auch nicht da. Schmiedestein. Ist ja komisch, ne? Ich meine, es hat auch was Episches, klar, wir können jetzt so durchmarschieren zum finalen Kampf gegen Radan, aber gleichzeitig fehlt da halt auch was. Jetzt können wir eigentlich direkt mal probieren, ob wir den schaffen, First Try. Vielleicht gelingt uns das ja sogar. Was sagen unsere Runen? 290.000, 130.000 fehlen uns. Bekommen wir so viel zusammen? Ja. Radan ist schon hart. Stufenaufstieg. Radan ist schon hart, da will ich mal auf Nummer sicher gehen. Wenn 130.000 Runen, das ist ja unser ganzer, der ganze Drachenkampf gewesen. So, denn hier haben wir jetzt diesen Raum. Diesen Kampfvorbereitungsraum. Mit ganz vielen verschiedenen Kriegern, die sich allesamt mit Radan messen wollen. Okay, sie redet nicht mit mir. Sieht aus wie ich. Hey! Blight, altes Haus! Was machst du denn hier? Thought I might find you here. I must admit, I was a little worried. We missed our meeting. But it looks like you're still in one piece, eh? You must have heard by now, right? That Star Scourge Radan holds Rani's fate in stasis. But once he's out of the way, it'll spring back into motion. So now. We stand against the demigod once known as the strongest of them all. The way ahead is pleasingly simple. We fight, sword and fang. Na, wobei ich immer noch glaube, dass Melania die härteste war von allen. Es kommt nicht nur auf die Kraft an. Into the fray together, eh? Let's see what you're made of. Sehr gerne. Into the fray together. Und sie redet nicht mehr mit uns, ja? Sie ist einfach so eine Heilerin, okay. Champions! Welcome! The stars have aligned! The festival is nigh! General Radan, mightiest demigod of the Shattering, awaits you! Champions! Prepare for battle! Defeat the general! Claim glory and grab that great rune. A celebration of war. The Radan Festival. Kurze Erklärung, Radan hat seinen Verstand verloren durch die Scharlachfäule und läuft jetzt als Hülle unten am Strand umher. Hier.
Und dieses Fest hier soll Radahn eben den ehrwürdigen Tod verschaffen, nämlich einem Kampf. Ne, Radahn ist ja ein Krieger gewesen und es gibt ja nichts Ehrenhafteres für Radahn, als bei der Verteidigung der großen Rune zu sterben. Und deswegen, um Radahns Andenken zu ehren, soll seine, ja, verstandslose Hülle jetzt eben im Kampf fallen. Und deswegen dieses Fest hier. Hey, Alexander! Ah, you came. How delightful. Indeed, I thought I might find you here. By the by, do you know for whom this festival is being held? Well, it is none other than General Radahn himself. To think, I could face a great champion of the Shattering, a demigod in the flesh. Oh, God. In truth, I quiver at the thought. Such is his frightful repute. But the fear simply assures me the ordeal is worth undertaking. Be sure to get a good vantage, my friend. I, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal. Be sure to get a good vantage, my friend. I, Iron Fist Alexander, do hereby vow to unflinchingly brave this ordeal. So, sorry, das war nochmal die Post. Jetzt kam der gleiche Zusteller mit zwei Autos, mit zwei Personen. Muss man das verstehen? Okay. Gut. Also wir haben eine nicht sprechende Dame, die uns hilft scheinbar. Iron Fist Alexander und Blight. Und dann sind hier auch noch diese anderen Schemen, die wahrscheinlich auch mithelfen. Vor diesem Kampf würde ich ganz gerne versuchen, online zu spielen. Es hat ja wieder nicht funktioniert. Ich hatte wieder diese blöden Kindersicherung. Kindersicherung. Dieser Soundtrack. So geil. Ja. Es klappt. Weil den Kampf will ich gerne online machen. Geil. Geil, wir sind online, Mann. Da freue ich mich ja richtig. Wir machen jetzt Radahn, die letzten 5 Minuten des Videos. Haben wir doch mit Renale auch so gemacht. So. Hat sich nichts geändert, ne? Blight. Champions! Welcome! The stars have aligned. The festival is nigh. General Radahn, mightiest demigod of the Shattering, awaits you. Champions, prepare for battle. Defeat the general, claim glory, and grab that great rune. A celebration of war. The Radahn Festival! Hm? Hallo? Are you good and prepared, young chum? The festival begins. Ich bin bereit. Oh. Before we begin, allow me to paint you the full picture. General Radahn is cursed ever to wander. Eaten from the inside by Melania's scarlet rot, his wits are long gone. Now he gathers the corpses of former friends and foes alike, gorging on them like a dog. Howling at the sky. But now, we must make merry. Oh, gathering of champions! The revels begin! The celebration of war!
the Radahn Festival! You will find the field of battle past the church ahead, upon the shore under the fort. General Radahn is there, even now, divested of his wits, devouring corpses, and howling at the sky. Okay. Leute, seid ihr bereit? Dieses Video wollen wir noch Radahn widmen, ja? Alexander? Be sure to get a good vantage, my eye. Okay. Okay, dann machen wir es einfach mal. Wir werden uns hier dann eh alles nochmal in Ruhe angucken müssen. Aber scheinbar ist eh alles geblockt gerade, weil wir erstmal Radahn besiegen. Oh. Da unten müssen wir hin. Ja. Deswegen hat Melania den Kampf in meinen Augen gewonnen, denn Melania ist nicht ihres Verstandes beraubt. Diese ganzen verschlossenen Türen machen ja wahnsinnig, ne? Radahns Schicksal ist kein schönes, so viel steht sicherlich fest. Wie viele Versuche machen wir? Achso, Moment. Wir brauchen ja das eine hier nicht mehr. Sie waren mal ganz greedy und gehen mal auf mehr Runen. Also wir machen, mein Vorschlag, wir machen einen Versuch. Wir machen einen Versuch. Genau, hier beschwören wir ja die ganzen Leute. Stimmt. Light. Patches. Zweite Phase. Radahns große Rune. Echo der Sterngeißel.
Eine rote Markierung wurde auf der Karte platziert. Kurze Erklärung, hier ist nämlich ein Stern in den Boden gekracht. Ich habe es euch ja schon gesagt, Ranis Schicksal wird sich erfüllen, denn ein Stern hat den Weg nach Nokron gebahnt. Jetzt müssen wir mal gucken, denn hier erstmal viele Blutpfützen, ja, aber ihr müsst auch irgendwo, da ist Blight. Und da ist Alexander. Okay, erstmal Blight. Hallo. Ah, good. I was waiting for you. What a sick way to fight, eh? The glory of the clash is shared by Radahn and you. And did you see that afterwards? A falling star right before our eyes. I can't fathom how Radahn was holding back something of that scale. He was a living legend if ever I saw one. And the path has now been cleared to Nokron, where Rani's fate will be decided. Let's meet where the falling star bit the earth. We'll take up our swords once more for Mistress Rani. Mm-hmm. Let's meet where the fallen star bit and we'll go into battle again. My only purpose is to fight for Rani's fate, sword and fang. The curtain's rising on the final act. Ach, Blight. Let's meet where the fallen star will go into my only purpose, the curtain's right. Na gut. Ja, also man muss sagen, insgesamt war, also, keine Ahnung, alleine die Pfeile, korrigiert mich, aber waren die Pfeile nicht immer One-Hit am Anfang, damals? Und ja, hier hinten ist eine unterirdische Gruft, ich weiß. Da gehen wir auch gleich hin, im nächsten Video. Aber waren diese Schüsse nicht auch immer ein garantierter Treffer? Das war doch ganz schwierig am Anfang. Und hier haben wir einmal den guten Alexander. Hallo. Ah, hello there. It was a battle marvelously fought. You are well and truly a champion, friend. I, on the other hand, am nothing but a crock. One hit was all it took to crack me, and for my insides to come spilling out. After that, I hid like a coward, and as such, I can hardly stand to face one such as you. Nein, Quatsch, Alexander. But don't you think I've given up just yet. As luck would have it, there's a veritable mountain of warriors' bodies right here. If I can just squeeze this bunch down inside me, I'll be a mighty warrior again in no time. And you know, the bodies found here are exceedingly fine. Who could expect any less from the very warriors who fought in the Shattering? The greatest of all wars. Just you wait and see, friend. I'll grow even stronger. Just you wait when next we meet. Das ist ein bisschen eklig. The bodies found, who could expect any less? Just you wait. Na gut, ja, dann erstmal die ganzen Leichen. Ja, man muss dazu sagen, diese Leichen, die Radahn hinter sich hergeschleppt hat und die ihr gegessen hat, das waren auch diese Rheinfäule-Krieger. Das sind die Soldaten von Melania gewesen, die Rheinfäule-Soldaten. Okay, Blight, we will meet again in Limgrave, aber erst, wenn wir durch sind mit Caelid. Wir machen erst Caelid fertig, sprich, wir gehen hier hoch, hier, hier so, hier, hier so, hier, 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 hier. Und dann gehen wir. Da haben wir einfach einen Drachen nicht gemacht. Ich glaub's nicht. Der lag da einfach so gut getarnt rum. Achso, nächstes Video. Gottes Willen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Im Stream machen wir dann auch längere Videos. Aber wenn ich jetzt privat aufnehme, halten wir einfach die Stunde ein. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Das war Schloss Rotmähne in der kompakten Variante. Ich hoffe, jetzt können wir da nochmal hingehen und da sind wieder Gegner. Und Radahn. Das war's. Renala haben wir, Rani gibt es ja nicht als richtigen Gegner, Radahn haben wir, dann bleibt von diesem Stammbaumweg, sag ich mal, von Radagon und Renala jetzt nur noch Rykard. Bis zum nächsten Mal. Ciao.